Surprise, surprise. Wie die meisten schon mitbekommen haben, im Rap One Video oder in meiner Insta-Story habe ich mich spontan entschieden, in London bei der Ben Wilder Classics zu starten. Ich versuche, so viel aufzunehmen, wie es geht, so viel festzuhalten, wie es geht. Ich werde jetzt Videos rausballern. Ich versuche, jeden Abend einen Vlog zu drehen für euch, aber wirklich unspektakulär. Ich werde da keine Musik, keine Effekte, nichts reinballern. Einfach nur Content bringen für euch, damit ihr einfach mal Eindrücke habt, Einblicke, wie das ist. Kurz vor so einem Wettkampf, kurz vor der Show. Und ja, ich bin gerade hier in Stansley, London, am Flughafen noch, warte auf meinen Koffer. Und dann hole ich meinen Mietwagen ab. Was steht dann an der Reihe? Ja, ich muss ein paar Einkäufe erledigen noch, muss mein letztes Entladetraining machen. Da hat mir mein Coach, der Stefan, auch ein geiles Gym aufgeschrieben. Ich habe mich schon gewundert, warum der Flug so günstig ist. Wir sind hier gar nicht in London, sondern irgendwo außerhalb. Also ich muss noch eine gute Stunde mit dem Auto gleich fahren. Und dann hole ich gegen 19 Uhr die Jungs ab, den lieben Chris und Alex, Alexikon. Denn die sind ja auch mit am Start. Und der Chris startet in der Männerklasse bis 90 Kilo. Bleibt gespannt, ich baller so viel es geht. Aber wie gesagt, nichts Spektakuläres. Keine Musik, keine Effekte und. Einfach nur Content. Haut rein. So, ich hoffe, man kann mich hören. Mein Auto habe ich abgeholt, ist ein MG. Leihwagen, ist verdammt schwer. Verdammt schwer hier mit dem Rechtslenker und alles. Das ist echt für mich. Ich habe gerade fast 5 Unfälle gebaut in 10 Minuten. Jetzt gibt es erstmal für mich 30 Gramm Isolat. Und in ungefähr einer halben Stunde gibt es den Doom mit Future. Den habe ich hier abgepackt, damit ich noch ein bisschen Pump habe im letzten Entladetraining und ein bisschen Fokus. Ich bin müde, ich habe wenig geschlafen. Aber wir machen das Beste draus. Und jetzt geht es erstmal weiter Richtung Gym. Ich denke, es ist ein geiles Studio. Ich habe mir das mal vorher im Vorfeld angeschaut. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Endlich angekommen. Muscleworks Gym. Das ehemalige Gym von Luke Sandow. Rest in Peace an dieser Stelle. Eine wahrhaftige Legende, hat hier immer trainiert. Ist ziemlich zentral gelegen. Die Fahrerei hier in England ist für mich als Europäer, sage ich mal, der Linksfahrgebot bzw. sich immer auf der linken Spur aufhält, mit einem Linkslenker verdammt schwer. Und dann noch ohne Kohlenhydrate, am Entwässern, Peak Week, Carb depleted, ich bin am Arsch. Das war echt nicht einfach. Aber was soll's, jetzt geht's ab, es wird trainiert. Also ist auf jeden Fall ein richtig geiles Studio, ist immer mal viel los heute. Aber es ist wirklich, Musik passt, Atmosphäre passt, Leute, alle korrekt. Ich führe euch mal eine Runde rum. Also hier ist wirklich ein Gerät nach dem anderen. Viele korrekte Leute. Alte Legenden, Legenden auf den Wänden. Geile Geräte, Mix aus Cybex, Hammer Strength, Gym 80. Alles am Start. Wie gesagt, das alte Studio von Luke Sandow. Ich gehe mal hier weiter. Echt brutal, sowas fehlt in Deutschland immer wieder. Das sind geile Studios, keine Ketten wie Fitix, sondern richtige Gyms. Hier wird noch Eisen bewegt. Die Leute arbeiten hart, trainieren hart, pimmeln nicht rum, so wie ich gerade am Handy. Auf jeden Fall mega geil, das ist mega geil. Auch die Auswahl an Supplements an der Theke, einfach brutal. Jeden Scheiß. Merchandise, Klamotten, echt geil. So, genug gelabert, ich baller jetzt mal weiter mein Entladetraining durch. Ich mache 2 Übungen pro Muskelgruppe, mehr auf Wiederholung mit wenig Gewicht. Und dann hoffe ich, dass morgen die Waage passt. 2 Kilo müssen runter bis morgen. Dritte Woche ohne Kohlenhydrate. Vielleicht sieht das hier prall aus, aber ich bin wirklich, so flach war ich noch nie. Meine Arme sind geschrumpft, meine Kraft ist komplett am Ende. Aber das Studio motiviert, das macht auf jeden Fall Bock hier zu trainieren. Wie gesagt, geile Musik, geile Geräte. Ich baller jetzt noch eine Übung Brust, 2 Übungen Bizeps, 12 Übungen Trizeps. Und dann mache ich noch ein leichtes Cardio, 40 Minuten.
Und dann geht's wieder weiter zum Flughafen. Chris und Alex kommen abholen. Und dann gehen wir noch ein bisschen shoppen. Da nehme ich euch auch noch mit in den englischen Supermarkt. Da bin ich schon gespannt, was es da so Geiles gibt. Leider darf ich nichts gönnen, aber ich packe auf jeden Fall ein paar Süßigkeiten ein, mit nach Deutschland. Training ist durch. Jetzt gehen wir mal gucken, was auf der zweiten Etage abgeht. Ich muss nämlich noch 40 Minuten leichtes Cardio machen, weil ihr wisst, bis morgen müssen 2 Kilo runter zum 100. Mal. Was geht hier oben ab? Geiler Bereich, hier sieht man alles. Boxer am Start, Fighter am Start. Die Jungs machen hier ernst. Hallo. Schön mit Corona gesaved, abgesichert. Ah, jetzt hier leichtes Cardio. Das ist ein geiles Gym auf jeden Fall. Brutal. Auf den Stairmaster gehe ich nicht. Hier, glaube ich, chill ich aufs Fahrrad. Gucken wir, ob mein Auto noch da steht. Oder ob der abgeschleppt worden ist. Da ist er. Mein MG. Der wäre schöner. Aber naja, was soll's. Was treibe ich hier? Ich habe meine Waage mit dabei, da Stefan, also mein Coach, mir gesagt hat, ich soll mich nach dem Training bzw. immer vor einer Mahlzeit wiegen. Und das machen wir jetzt. Ich habe mich gerade gewogen. Ich wiege mich jetzt nochmal extra für euch. Es waren jetzt 95,8. Also, 3 Mahlzeiten sind drin, 3 Liter sind getrunken und 95,8. Das ist ein sehr guter Wert. Wir schaffen das bis morgen. Da wären wir wieder. Meine Theke ist aufgebaut. Nichts Besonderes. 250 Gramm Chicken, 100 Gramm Bohnen, bisschen Zimt. Ja, warum Zimt? Weil ich ab heute ein bisschen das Salz reduziere und da passt einfach Zimt auch auf Chicken. Was haben wir noch hier? Brennnesseldragees und von meinem guten Freund Kalle Spargel-Brennnesseltabletten. Ein Schluck Wasser. Boah, die ganze Stadt hier ist mir gerade, auch das Gym, das hier riecht überall nach Haschisch, nach Marihuana. Also auch die Gebäude hier, das erinnert mich stark an Amsterdam. Training war gut. Ich bin wirklich platt und jetzt muss ich die Jungs vom Flughafen abholen. Ich habe mal geguckt, es sind 30 Kilometer, 34 Kilometer bis zum Flughafen und ich brauche dafür 1 Stunde und 45 Minuten. Ich rufe gleich mal durch. Ich glaube mal, ist es besser, wenn die mit dem Zug kommen, weil ich bin auch wirklich nicht mehr in der Lage, hier klar zu denken. Deswegen. Die Jungs kommen mit dem Zug, es ist deutlich schneller, ich hole die gleich vom Bahnhof ab. Dann gehen wir einkaufen noch schnell, alles was wir brauchen fürs Apartment. Und dann geht es endlich ins Apartment, es war ein verdammt langer Tag, ich bin kaputt. Wirklich, ich bin richtig am Arsch. Und ich wollte euch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich in London starte. Und zwar war das vergangener Freitag. Habe ich mit dem Chris geschrieben, da hatte ich mein tiefstes Gewicht von knapp 95 Kilo nüchtern und habe dem gesagt, ich so, ey, Digga, das wäre so geil, wenn wir zusammen in London starten würden, weil ich hatte es ja gar nicht auf dem Schirm, das hätte von dem Timing gar nicht gepasst. Ich habe ja jetzt 4 Kilo in einer Woche abgenommen und auf einmal dachte ich mir, ey, Digga, es sind nur noch 1,5 Kilo und ich könnte in London starten. So,
Abgecheckt, zu spät. Registration am 20.09. geschlossen. Ohne Ausnahme, nichts. Ja. Dann am Samstagabend, vergangenen Samstag, lag ich auf der Couch und die haben den Flyer gepostet auf Instagram. Vage Registration, Uhrzeiten und so weiter. Entschuldigung. Und dann habe ich einfach aus Jux kommentiert mit einem traurigen Emoji auf Englisch, ob es noch eine Chance gibt, sich irgendwie zu registrieren. Plötzlich habe ich eine Message bekommen von denen, dass ich schnellstens eine E-Mail schreiben soll und eventuell können die da irgendwas drehen. Ja, gesagt, getan, meine Cousine angeschrieben, sie kann perfekt Englisch, sie hat mir einen wunderschönen Text verfasst. Bevor ich die Zusage bekommen habe, habe ich schon Stefan angerufen, er hat mir den Plan geschrieben für die Peak Week und ich habe einfach direkt einen Flug gebucht, ohne zu wissen, ob ich überhaupt angenommen werde oder nicht. Flug gebucht. Zack, 2 Stunden später Bestätigung erhalten, dass ich angenommen bin für den Wettkampf. Ja. Und jetzt sind wir hier. Nacht- und Nebelaktion. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich mega, weil ich finde, wenn man einmal in Form ist, die Zeit hat, das Geld hat, beziehungsweise die Möglichkeiten hat, sollte man so viele Wettkämpfe mitnehmen, mitmachen, wie es nur geht. Weil es ist schade, sich 16 bis 18 Wochen vorzubereiten, sich kaputt zu diäten, nur für eine Show. Deswegen, ich nehme jetzt alles mit, was kommt. Ich hoffe natürlich, dass es am Sonntag direkt klappt. Ich weiß nicht, wer startet. Ist mir auch scheißegal. Ich gucke mir die Gegner nicht an. Ich weiß, ich habe meine Hausaufgaben getan. Mehr ist wirklich nicht machbar gewesen. Ihr habt es gesehen, die stundenlangen Cardio-Einheiten, das Runterhungern. Ich bin wirklich am Ende, aber ich bin happy. Keiner zwingt mich. Ich liebe den Scheiß. Ich mag die Quälerei. Ich hole die Jungs jetzt von der Metro ab. Es ist schneller gewesen, aber zieht euch das mal rein, Leute. Ich brauche 21 Minuten für 5,6 Kilometer. Also der Verkehr in London ist geisteskrank. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Okay, ich war schon mal in New York, das war auch gestört, aber da bin ich schon mit dem Taxi gefahren. Aber das hier, dann noch mit dem verfickten, Entschuldigung, Rechtslenker. Komische Taxifahrer, die fahren hier wie die Irren. Dann diese Doppeldeckerbusse, überall Rollerfahrer, die fahren wie Kamikaze-Piloten. Also das ist echt kein Spaß hier. Ich hoffe, ich komme gesund und munter bei den Jungs an und gleich im Apartment. Laut Navi sollten es 30 Minuten werden für die 15 Kilometer, aber es war wirklich eine Stunde Fahrt quer durch die Londoner Stadt. Hier ist wirklich so einmal und nie wieder. Ich leih mir nie wieder in so einer Großstadt ein Auto. Das war eine dumme Idee. Die Jungs müssten jetzt kommen. Ich warte auf die. Die müssten jeden Moment da sein. Und dann geht es endlich zum Supermarkt Sainsbury's. Und dann endlich ins Apartment. Ich bin platt. Ich habe die Jungs jetzt endlich abgeholt. Wir sind jetzt komplett, Jungs und Mädels. Wir machen jetzt gerade hier die Einkäufe fertig. Ein paar geile Zero-Getränke. Dr. Pepper Zero, Pepsi Max, Himbeergeschmack, Ananas zum Laden. Ja, wir ziehen uns jetzt hier den Laden rein. Wir sind in Sainsbury's. Das ist eine geile Kette. Hier gibt es wirklich mega Auswahl. Und ich gehe auf jeden Fall gleich mal eine Runde durch die Süßigkeitenabteilung. Schaut euch bitte die Auswahl an Mikrowellenreis rein, das ist krank. Ja. Sind die mit Salz, Alex, oder? Das werden wir gleich rausfinden. Nein, fast gar kein Salz drin. Perfekt. Perfekt. Basmati? Ja. Du hast auch hier den für Mikrowellen, für 1 Euro, guck mal, für einen Pound. Da wären wir, Freunde. Das ist der Gang. Der Gang des Glücks. Oder wie man immer das auch nennen kann. Kranke Auswahl. Also egal, ob ich gewinnen sollte oder nicht gewinnen sollte, egal was passiert, der Laden wird auf jeden Fall auseinandergenommen vor Abflug. Bevor ich wieder sinnlos bei Peanut Butter Shop bestelle für hunderte von Euros, mache ich es lieber hier und packe meinen Koffer voll. Ich habe ja 30 Kilo. Das ist die falsche Zeit hier. Wir müssen hier sein, wenn wir fett und hässlich sein können. So wie ich. Ich kann das alles essen. Chris, welche würdest du dir gönnen? Oh, dieser Alaska-Ding, Alter. Alaska, ne? Ich schwöre. Der sieht so schön aus. Guck dir diesen Eisbären an, Alter. Der sieht so lecker aus. Wir holen den mal. Der Bastard. Alles, was wir zum Laden brauchen. Und noch ein bisschen was schon für die Heimat. Cadbury. Crunchy Peanut Butter, Kellogg's. Reismilch. Auf die freue ich mich besonders. Die darf ich vor dem Wettkampf laden am Samstag. Dr. Pepper Zero.
Die legendären Snackjacks, Reiswaffeln, Frank's Red Hot, Eier, alles was man braucht. Die Jungs ebenfalls fett am Einpacken. So macht man sich auf den Weg ins Apartment, vollgepackt mit Taschen und Koffern. Ich bin einfach... Wir haben jetzt 23 Uhr und ich bin seit 8 Uhr wach, habe 2 Stunden gepennt. Ich will jetzt auch nicht rumheulen. Und ich bin seit... Boah! Seit, lass mich nicht lügen, 10 Uhr unterwegs. Seit 10 Uhr vormittags, 12 Stunden. Ich bin einfach nur demoliert. Und das auf 1500 Kalorien. Eine Mahlzeit gibt es noch gleich übrigens. Also bis jetzt habe ich 1300, 1200 gegessen. Ganz ehrlich, also es geht auch schlimmer, ist jetzt nicht so geil. Hier stinkt es auch nach Chlor. Kühlschrank läuft, das ist die Hauptsache. Geile gerade Schränke haben wir auch. Der Schrank fällt fast runter. Hier ist das Schlafzimmer. Also nichts Spektakuläres. Erstes Problem haben wir, wir können nichts aufladen, kein Handy oder so, weil wir den verdammten Adapter vergessen haben. Couch, 2 Matratzen. Das war's. So schaut's aus hier. Könnte schlimmer sein, oder? Ja. Aber könnte auch besser. Und das Beste verbirgt sich übrigens hinter dieser Tür. Das Luxusbad. Guten Morgen. Das muss ich noch einmal präsentieren hier. Also ich bin jetzt mal kurz. Lecker. Hiermit beenden wir Vlog Teil Nummer 1. Der Scheffel sucht gerade nach. Ist schon bezahlt. Einen neuen Apartment, weil in dieser Drecksbude wollen wir hier nicht 4 Nächte schlafen. Und jetzt zeige ich euch auch noch einmal ganz kurz den Unterschied zwischen der letzten Mahlzeit eines richtigen Bodybuilders und einem scheiß Classic-Physik-Athleten. Der gönnt sich mal eben 400 Gramm Chicken mit 200 Gramm Reis. Und bei mir gibt es einfach Eiklar mit Eiern. An dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir verabschieden uns. Alex, goodbye. Bis morgen. Bis morgen. Chris, der Abgefuckte. Guten Appetit. Bis dann.